Ich bin heute unterwegs in Salzburg entlang des Almkanals. Wie man sieht, ist der gerade leer, weil gerade die Almabkehr ist. Da werden einige Renovierungsarbeiten durchgeführt und das ist ein guter Zeitpunkt, um einmal durchzuspazieren, ein bisschen was über die Geschichte zu erfahren und auf Schatzsuche zu gehen. Das Wasser steht an den meisten Teilen des Almkanals knöcheltief. Man braucht für diesen Spaziergang also auf jeden Fall Gummistiefel. Zuerst besuche ich das Kraftwerk Eichertmühle. Wenn kein Wasser ist, ist der Betrieb nicht möglich. Und in die 3 Wochen von der Almabkehr hat man halt Zeit, dass man wieder alles richtig auf Schuss bringt, kontrolliert, schmiert, dass man einfach alles wieder in Ordnung hält, dass das wieder ein Jahr laufen kann. Das ist jetzt das älteste Kraftwerk von Salzburg. Was ist die Geschichte dahinter? Damals war es ein Sägewerk, ist dann umgebaut worden zum Kraftwerk und 1899 in Betrieb gegangen mit dem ersten Maschinensatz. Das ist schon der zweite Maschinensatz. Einige Jahre später, also 1908, ist dann das Kraftwerk mit dem jetzigen Maschinensatz in Betrieb gegangen. Und seitdem läuft das schon über 100 Jahre, kann man sagen. Und Mühle heißt deshalb, weil es ganz, ganz früher noch eine Mühle war wahrscheinlich, oder? Vor dem Sägewerk war es eine Mühle, ja. Was ist jetzt so die Herausforderung bei so einem alten Werkel, dass man das am Laufen hält? Weil alles noch anders gebaut worden ist wie heutzutage. Und man muss halt über jeden Schrauben praktisch mit ein bisschen Gefühl an der Sache angehen, dass da nichts passiert, dass das noch länger laufen kann. Immerhin versorgt das Kraftwerk Eichertmühle rund 250 Salzburger Haushalte mit Energie. Die Aufgabe des Almkanals war schon von Anfang an die Versorgung mit Wasser und Energie der Stadt Salzburg. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts konnte der Almkanal mit seinen zahlreichen Wasserrädern sogar die gesamte Energieversorgung der Stadt Salzburg abdecken und war sozusagen die Lebensader der Stadt. Etwas weiter flussabwärts treffe ich Wolfgang Peter an. Er ist seit über 30 Jahren der Almmeister der Stadt Salzburg. Ein wirklich historischer Beruf. Er wacht mit Adlersauge über den Almkanal, besonders jetzt während der Revision. Was machen Sie gerade? Ich nehme die Schäden am Almkanal auf. Ich muss also einmal im Jahr während der Almabkehr den ganzen Almkanal durchgehen. Und da wird eben geschaut, wo Sachen zum Herrichten sind, wo man Sachen beobachten muss fürs nächste Jahr zum Herrichten, wo Müll zu entfernen ist. Was findet man da so alles im Almkanal? Wir haben schon einiges gefunden in den letzten Jahren. Also das Unangenehmere sind eben größere Gegenstände, so wie Fahrradeln oder Papiercontainer oder Parkbänke, immer wieder mal Flaschen und Dosen und solche kleinen Dinge. Ich glaube, viele Leute machen sich gar nicht so Gedanken darüber, wo das Wasser jetzt herkommt, wo es hinfließt und was die Geschichte dahinter ist. Der Almkanal kommt aus der Königsjache, rinnt dann praktisch durch die Stadt. In der Stadt verteilt er sich und das ganze Wasser rinnt in die Salzach über 7 Teilarme dann. Das war das Problem der Altstadt, wenn man sich die vorstellt, da sind diese Stadtberge rundherum. Das ist wie ein natürlicher Schutzwall, aber es gibt im Altstadtbereich kein fließendes Wasser. Und um die Altstadt quasi bewohnbar zu machen und ausbauen zu können, haben damals die zwei größten Grundbesitzer, das war das Domkapitel und St. Peter, beschlossen, diesen Stollen durch den Berg zu bauen. Mit diesem Stollen hat man die Wasserversorgung in der Altstadt ermöglicht und da wurden dann also gleich einmal Mühlen gebaut. War eigentlich die Energieversorgung der Stadt Salzburg. Der ganze Almkanal, der ist gewachsen über die Jahrhunderte. Die ersten Teile sind im 8. Jahrhundert schon in Mühlen entstanden. Und es ist eigentlich das älteste Wasserleitungssystem in Mitteleuropa sogar so erhalten. Und es ist auch in der Stadt Salzburg das älteste Bauwerk, eigentlich, das in der ursprünglichen Funktion noch erhalten ist. Das heißt, der Almkanal versorgt jetzt noch Haushalte mit Wasser? Nicht Haushalte, aber zum Beispiel Klimaanlagen. Also in der Altstadt, das Festspielhaus weiß man ja zum Beispiel. Deswegen ist ja die Almabkehr jetzt, also erst nach dem Ende der Festspiele möglich, weil sonst die Klimatisierung vom Festspielhaus nicht funktionieren würde. Auf meinem Weg weiter durch den Almkanal entdecke ich jetzt auch ein paar kleine Relikte, die irgendjemand hier einmal entsorgt hat. Und dann komme ich an dem Ort vorbei, wo sich normalerweise die Surfer tummeln. Aber auch die stehende Welle gibt es ohne Wasser natürlich nicht. Da durch den Almkanal zu warten, ist wirklich ein ganz besonderes Gefühl. Und für mich geht es jetzt weiter in den Stiftsarmstollen, weil der führt nämlich direkt durch den Mönchsberg. Da ist der Eingang, da unten. Das ist der Eingang, eigentlich der Ausgang, weil er von der anderen Stadtseite daher gegraben wurde. Aber okay. Hier gehen wir rein, ja, und schauen uns etwa 380 Meter Stollen an. Geschichte quasi. Salzburger Geschichte. Da, jetzt wo es rund wird,
Jetzt betreten wir den Stollen selber, genau an der Scheidelinie zwischen dem Mönzberg und dem Festungsberg. Der Festungsberg ist aus Dolomit, der Mönzberg ist aus Konglomerat. Und in der Mitte war so eine Sandsteinschicht und der hat man entlang gegraben. Die war ein bisschen wasserführend. Wasserstandslinie ist hier, etwa in Hüfthöhe, ja. Aber es geht schnell durch. Also normalerweise hat man da bis zur Hüfte Wasser und ja, nur während genau. Der Almabkehr kann man da durchgehen. Ja, jetzt ist trocken, jetzt sind alle Schleusen zu, da kann uns nichts passieren. Okay. Man sieht also da die verschiedenen Abschnitte. Es ist hier zum Beispiel einmal 10 Meter tiefer. Das hat nur damit was zu tun, dass es halt einfach hier einfacher war, so zu graben. Und hier war es weicher, da hat man es größer gemacht. Da sieht man schon ein bisschen, dass es ein problematischer Bau war. Man sieht Einsturzstellen. Man hat mit Spitzmeißeln gegraben und mit Kinnspann, also mit Feuer quasi als Licht. Das ist wirklich die Märchenhöhle schlechthin. Da sieht man, wie alt es ist und das kommt im Licht wahnsinnig schön heraus. Das sind diese ganzen Ausschwemmungen, diese Versinterungen und da diese Stalagmiten von unten und die Stalaktiten, die schon teilweise abgebrochen sind. Das ist halt der Preis der Führungen, aber man sieht das wunderschön, so diese Waben da, die da gewachsen sind. Also das ist schon ein ganz schöner Bereich. Und wie ein Regenwurm durch, nicht? Weil man einfach der weichen Masse nachgegraben hat. Das war der einfachste Weg. Da haben wir unseren Quellstollen. Also der geht rechts bis in den St. Petersfriedhof rein und links könnte man auch vorkriechen, fast bis in die Brunnhausgasse. Wir gehen heute davon aus, dass es ein Parallelstollensystem gegeben hat, weil der Stollen doch relativ oft was gehabt hat und dann wäre die Altstadt ohne Wasser gewesen. Das war wirklich ein Wirtschaftsfaktor. Dann da haben wir den Belüftungsstollen, damit die Versorgung des Stollens mit Sauerstoff gewährleistet war für die Kinnspannlampen und auch für die Arbeiter natürlich, weil sonst kommt ja nicht genug Luft herein. Wenn du jetzt irgendwas grollen hörst, dann ist das nicht der einstürzende Berg, sondern die berg- und talfahrende Festungsbahn. Da sind wir nicht mehr weit weg. Ja, da grollt es ein bisschen herein. So, das ist jetzt der Stollenausgang. Hier geht es jetzt raus in den Petersfriedhof. Und hier ist die Aufteilung des Wassers. Das ist also der Lohn quasi der Bauherren. Das war ja das Wasser, darum haben sie den Stollen gegraben. Rechts der Kapitelarm, der die Erzdiözese mit Wasser versorgt hat. Und links der St. Peterarm, der das Stift St. Peter, Waschhäuser, Brunnen, Landwirtschaft und so weiter, eben auch mit Wasserversorger. Da war bis 1960 das Pumpenrad drinnen, das Wasser für die Festungsbahn raufgepumpt hat. Die wurde bis 1959 mit Almkanalwasser betrieben. Das Wasser wurde raufgepumpt, hat die Festungsbahn im Wasserbehälter gefüllt. Die ist dann schwer geworden und ist mit dem Gewicht, natürlich auch mit Gäste drinnen, dann zu Tal gefahren. Mit einem Seil hat es die leichtere, die im Tal war, zu Berg hinaufgezogen. Und wenn sie unten war, hat sie das Wasser auslassen und die am Berg oben war, hat wieder Wasser bekommen. Und so hat das funktioniert. Die sogenannte Tröpferlbahn war ab 1892 für fast 70 Jahre im Einsatz. Heute fährt die Festungsbahn elektrisch und bringt die Fahrgäste in weniger als einer Minute auf den Mönchsberg, von wo aus man einen wunderschönen Ausblick auf die Stadt hat. Oh wow! Frischluft und Tageslicht, sehr schön. Ja, jetzt sind wir mitten im St. Petersfriedhof und hier gehen die Arme unterirdisch in die ganze Altstadt. Das heißt, das Tunnelsystem ist noch nicht vollendet? Nein, es fängt eigentlich erst an, weil da versorgen wir jetzt die ganze Altstadt mit dem Wasser. Spannend. Wahnsinn. Wahnsinn, ja.